Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, wieder mal hier in Pirna zu sein und mit euch gemeinsam Gesicht zu zeigen und eine aufrechte Haltung, daran fehlt es in diesem Land. Karl von Ossietzky hat mal gesagt, in Deutschland gilt derjenige als viel gefährlicher, der auf den Schmutz hinweist, als der, der ihn gemacht hat. Damit ist der Umgang mit der Alternative für Deutschland eigentlich recht gut beschrieben. Mein Dank vorab bei der Gelegenheit geht an die Polizei, die uns hier schützt. Nicht die anderen vor uns, sondern uns vor manch anderen. Vor denen, für die Demokratie eine hohle Phrase und Meinungsfreiheit ein reines Etikett ist. Wir erleben das in Hamburg brand aktuell. Und deshalb muss ich einige Sätze sagen zu diesen rotlackierten Linksfaschisten, dieser Gutmenschenmafia, die sich auch in Hamburg wieder mal argument- und sinnfrei, aber laut und gewalttätig zusammengerottet haben. Sie feiern Unterdrückung als Toleranz, Ausgrenzung als Demokratie, Einschüchterung als Freiheit und linken Meinungsabsolutismus als Vielfalt. Sie sind die Begriffsumdeuter und aktuell die gefährlichsten Linksfaschisten des 21. Jahrhunderts. Die Wegbereiter von Intoleranz, Zensur und Unterdrückung. Und wo es jetzt heißt, AfD ist hier unerwünscht und freie Meinungsäußerung wieder als Verbrechen definiert wird, das sind die politischen Fieberträume der roten Gleichmacherei. In der ideologisierten Verblendung, so besessen vom vermeintlichen Recht auf die absolute Wahrheit, erkennen Sie gar nicht die Fußstapfen, die blutigen Fußstapfen der totalitären Geschichte zweier deutscher Diktaturen, die Sie so eifrig auszufüllen bemüht sind. Allen voran der Genosse und Pogromfreund Stegner. Der Genosse und Pogromfreund Stegner, der mutmaßlich voll der Freude war, dass sein Aufruf, ich zitiere, AfD-Personal zu attackieren, spätestens dann in Stuttgart mit dem ersten Verletzten gekrönt wurde. Wie viele es auf anderen Veranstaltungen sind, wissen wir nicht. Zeit zur Veränderung heißt das Motto dieser Demonstration und bringt es auf, Punkt. Zeit dafür, das verkalkte Berliner Machterhaltungskonglomerat der Altparteien aufzubrechen, egal, ob die unschöne Verpackung des gleichen ungenießbaren Inhalts Merkel oder Scholz heißt. Wir wenden uns gegen die staatliche Inländerfeindlichkeit der Deutschlandhasser und Nationalmasochisten, für die Volk und Landsleute ein Schimpfwort ist. Wir stehen zu unserer Heimat, es ist unser Land, es sind unsere Regeln und es sind auch unsere Grenzen. Thema unsere Regeln nutze ich gerne die Gelegenheit, um über Leitkultur zu sprechen. Das hat ja jetzt die CDU auch für sich entdeckt. Die entdecken ja überhaupt alles Mögliche. Die sind jetzt auf Copy-Paste-Tour bei der AfD. Da werden ja die absurdesten Forderungen gestellt. Die letzte Forderung war, dass man kriminelle Flüchtlinge ein Einreiseverbot erteilt. An welcher Grenze wird das überprüft? An welcher Grenze wird das überprüft? Die Parolen können gar nicht so blöd sein, dass man damit nicht versucht, in der Verzweiflung auf Wählerfang zu gehen. Natürlich gibt es eine deutsche Leitkultur und natürlich stehen wir zu dieser Leitkultur. Und nein, der Islam ist nicht Bestandteil dieser Leitkultur und der Islam gehört nicht zu Deutschland. Was ist aus unserem Land geworden? Wir zehren von der Substanz und erleben Schritt für Schritt die Zerstörung unserer Heimat durch politische Experimente und Planspiele der Blockparteien. Es ist einiges schon angesprochen worden, EU-Euro-Krise, das wurde uns ja auch verkauft, das wäre ein Vorteil für alle. Das ist jetzt nicht mehr das Problem. Viele betrifft es gar nicht mehr. Die haben den Vorteil nicht, dass sie im Ausland kein Geld tauschen müssen im Urlaub, weil sie gar keinen Urlaub mehr machen können. Flüchtlingskrise ist ein Thema, dazu ist genug gesagt worden. Eine Zahl muss man immer wieder ins Bewusstsein rufen, wenn es darum geht, es wäre kein Geld da. 14% des Staatshaushaltes, 40 Milliarden, werden für diesen ganzen Wahnsinn aufgewandt.
Globalisierung ist ein Thema. Es hieß, es würde allen dadurch besser gehen. Es ist falsch, wenn man sich OSZE-Zahlen anguckt, war die Umverteilung von unten nach oben noch nie so hoch wie heute. Die Globalisierung vollzieht sich zum Nutzen weniger und zum Lasten vieler Menschen. Sozialpolitik. Wir haben einen eklatanten Anstieg der Kinder- und Altersarmut. Und so zieht sich das fort. Wirtschaftspolitik. Wir erleben ein Sterben des Mittelstandes. Das war immer das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die ganzen kleinen Unternehmer, über 50% der Menschen arbeiten in kleinen Unternehmen, nicht in großen Konzernen. Aber die großen Konzerne haben eben die Lobby in Berlin. Konzerne wie Siemens oder Mercedes-Benz, die hier gar keine Steuer mehr zahlen. Und der kleine Metzger und Bäcker um die Ecke, der hat eben nicht die Möglichkeit, eine Briefkastenfirma in Luxemburg aufzumachen und hat auch nicht die Möglichkeit, einen Steuerfachanwalt zu bezahlen, den auf solche Ideen bringt. Sicherheitspolitik erleben wir gerade in Hamburg. Man kann zum G20-Gipfel stehen, wie man will. Auch wir sind keine Apologeten der Globalisierung. Aber was die Linksfaschisten da anstellen, bürgerkriegsähnliche Zustände zu schaffen, das muss auf unsere Ablehnung stoßen und unsere Solidarität gilt der Polizei. Warum ist das möglich geworden? Da ist meine Gelegenheit, Mutti Merkel einen Dank zu sagen, die zusammen mit ihrer ganzen Bundesregierung das möglich gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Heute wurden 300 Schaften von Berlin nach Hamburg verlegt. Damit ist die Hälfte der gesamten verfügbaren Polizei in Berlin weg. Das ist die Lage in diesem Land. Und das ist die Lage, die Angela Merkel verursacht hat, die an der Spitze dieser Bundesregierung steht. Und Merkel muss weg. Wer hat es auszubaden? Auszubaden haben wir es. Die Menschen in unserem Land, die diese Inländerfeindlichkeit ihrer sogenannten Volksvertreter zu bezahlen haben. Zu bezahlen mit harter Arbeit und Steuergeld. Wir erinnern uns, Deutschland ist absolute Spitze bei den Abgaben. Da sind wir absolute Spitze. Es ist demnächst am 13. Juli der Steuerzahler-Gedenktag. Was heißt das? Bis zum 13. Juli arbeiten Sie nur für den Staat. Das Geld, das danach kommt, das können Sie sich dann aufteilen, aber seien Sie schon sparsam. Wer weiß, was noch aus Wasser kommt. Es wird bezahlt mit unserem hart erarbeiteten Geld, aber auch mit Blut. Rund 70 Menschen sind seit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise von sogenannten Flüchtlingen nachweislich getötet worden. Und das sind auch indirekt Merkels Tote. Ganz außen vor lasse ich jetzt Schwimmbadgrabschereien, Belästigungen und die Vielzahl anderer Straftaten. Das hat es schon ausgenommen. Wir haben ja vorher gehört, wir haben ja auch gelernt, Flüchtlinge haben nichts mit Terrorismus zu tun. Inzwischen wissen wir, dass es anders ist. Was allgemeine Straftaten angeht, hat es ja eine Weile gedauert, bis das BKA dann endlich mal Zahlen rausgerückt hat. Und Überraschung, es war nicht so, wie uns diese ganze schwarz-rot-grüne Gutmenschenmafia weiß gemacht hat. Die Zahlen sprechen für sich und zeigen, welche kriminelle Energie uns dieser Zustrom unkontrollierter Einwanderung ins Land geschwemmt hat. Feuerwehrleute, Rettungskräfte und auch Polizeibeamte können ein Lied davon singen. Wer welche kennt privat, der kennt die Geschichten bei mir. Und es entspricht nicht dem Bild, was diese Regierung durch ihre Propagandamaschinerie zeichnet. Wir bezahlen es auch mit unserer Freiheit. Wenn sich Mädchen und junge Frauen zweimal überlegen, ob sie an den Badestrand ihres Sees gehen oder nachts Bahn fahren. Was ist aus unserem Land geworden, wo es zum guten politischen Ton von Regierenden der Scheinopposition und vielen, nicht aller, Medienvertreter gehört, alles Fremde zu glorifizieren und das eigene für verachtungswürdig zu halten. Wir stehen zu unserem Land, unserer Heimat und ihren Menschen. Was ist aus unserem Volk geworden? Welche geistige und seelische Kastration hat stattgefunden, wenn im April
Einige werden es gelesen haben, in der Bonner Rheinaue, einer von den zahllosen Bereicherern, eine deutsche Frau vergewaltigt, während ihr deutscher Freund wimmernd daneben sitzen bleibt und sich später beklagt, dass die 110 nicht schnell genug reagiert hat. Wo ist der Schutz unserer Straßen und Plätze durch die Politapparatschicks im Amt und Würden, bezahlt von unserem Geld? Das sind dieselben Leute, die sonst wie die Duracell-Klatschhäschen bei jedem Willkommensblödsinn in Ekstase geraten und bei jeder Asylheim-Toiletteneröffnung eifrig bunte Bändchen durchschneiden. Was ist aus unserem Land geworden, wenn wir es widerstandslos hinnehmen, dass Figuren wie eine stellvertretende Vorsitzende der Asozialdemokraten SPD, Aydan Özuguz, uns belehrt, dass es, Zitat, eine spezifisch deutsche Kultur gar nicht gibt und uns damit beleidigt und verhöhnt und auf dem Erbe unserer Geschichte unseren Menschen herumtrampelt? Was ist aus unserem Land geworden, wenn die pseudochristliche, linksfaschistische Deutschlandhasserin Margot Käßmann alle Ethno-Deutschen, also alle Menschen, deren familiäre und traditionelle Wurzeln in unserem Land liegen, man könnte auch sagen indigene Bevölkerung, das seid ihr. Wenn diese Menschen pauschal als Nazis beschimpft werden, wir sind nicht bereit, dabei zuzusehen, wie sich unser Land auflöst. Es löst sich auf in den Köpfen und Seelen der Menschen, die durch die Multikulti-Propaganda der Deutschlandhasser bis hin zur Selbstvernichtung verblendet und verblödet sind. Aufgelöst auf den Straßen und Plätzen unseres Landes, weil der Staat nur noch dort funktioniert, wo es darum geht, Rundfunkgebühren einzutreiben und Falschparker zu verfolgen. Wir wollen unser Land zurück und wir werden uns dieses Land wiederholen. Wir machen das friedlich, demokratisch und gewaltfrei, aber entschlossen. Wir werden die Multikulti-Goldfasane und Funktionäre, die sich an unserem Staat fett gefressen haben, obwohl sie unser Land hassen. Wir, die wir schon länger hier leben, werden die, die schon länger regieren, abschieben. Abschieben aus der Verantwortung. Ja, wir lieben dieses Land, unsere Tradition, unsere Kultur und unsere Identität. Und wir lassen uns weder von Multikulti-Anarchisten noch von Globalisierungsmafiosi weismachen, dass diese Liebe ein Verbrechen sein soll. Wir streben als Alternative für Deutschland auf friedlichem und demokratischem Weg die politische Mitverantwortung an. Nicht wir sind die Gegner der parlamentarischen Demokratie, sondern all jene, die unsere Demokratie entkernt bzw. entmerkelt haben durch ihren Fründe- und Postenklüngel. Die, die einst mal geschworen haben, das Wohl des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden. Und die, die eidbrüchig geworden sind. All jene, die aus Meinungsfreiheit intoleranten Mainstream und Political Correctness gemacht haben und ihre Zensurgesetzgebung verfeinern. Herr Maas macht's vor. Auch all jene, die aus sozialer Marktwirtschaft einen hemmenden Raubtierkapitalismus gemacht haben, in dem die Wirtschaft nicht mehr dem Menschen dient, sondern das menschliche Humankapital nur noch der Bereicherung weniger auf Kosten so vieler. All jene, die aus unserer Heimat Multikulti-Bundland machen wollen, all das nehmen wir nicht widerstandslos hin. Die AfD... Die AfD ist der Defibrillator unserer schwächelnden Demokratie. Und deshalb ist die AfD als einzig wirklich oppositionelles Kollektiv unverzichtbar. Auch und gerade im Deutschen Bundestag. Und noch ein Wort zum Thema Realpolitik und Fundamentalopposition. Das ist eine Placebo-Diskussion, die überhaupt kein Gehalt hat. Natürlich werden wir uns beteiligen, zum richtigen Zeitpunkt unter den richtigen Mehrheitsverhältnissen, so dass wir unsere Inhalte einbringen und die Alternative eine wirkliche Alternative bleibt. Wir werden uns nicht verkaufen für Staatssekretärsposten und Dienstwagen. Wir werden uns nicht kaufen lassen, um mitzufrühstücken an den Berliner Buffets der Mächtigen.
ja, wir werden völlig realpolitisch fundamentale oppositionelle Inhalte einbringen. Wenn es in dieser Gesellschaft normal geworden ist, dass man inzwischen zur Fundamentalopposition gehört, wenn man daran glaubt, dass man das Geschlecht eines Kindes nach der Geburt gleich erkennen kann, dann mag das Fundamentalopposition genannt werden. Wir sind nicht die Ursache für irgendwas. Wir sind die Wirkung des Versagens dieser Politik, die dieses Land an den Rande des Abgrunds gebracht haben und nicht bereit sind, das hinzunehmen. Steht uns ein Wahlkampf bevor, Wien, das kann man ganz ohne Pathos sagen, das Land noch nicht gesehen hat. Wir erleben es jetzt schon in Angriffen, aber wir haben ja gelernt, ich habe es ja auch gelernt in der letzten Plenarsitzung, Linksextremismus ist kein Problem. Ich habe dann überlegt, als ich den Fernseher angemacht habe und die Sachen aus Hamburg gesehen habe, ob nur ich diese Wahrnehmungsstörung habe. Wer ganz sicher diese Wahrnehmungsstörung hat, sind die, die in diesen Glaspalästen sitzen. Wir haben einen Wahlkampf. Wir werden einen Wahlkampf haben, wie ihn dieses Land noch nicht gesehen hat. Ein ganzes System mobilisiert. Medien, Politik, Kirchen, Gewerkschaften, selbst Gaststättenverbände sind viele mit im Boot, nicht alle. Aber wir merken, da rüstet jemand zum vorletzten Gefecht. Der hat offensichtlich Angst. Und die Angst ist berechtigt. Die Angst ist berechtigt, aber ich kann all jenen, die dann aus der Verantwortung abgeschoben werden, zuversichern, sie werden auch danach nicht aber Hungertuch nagen, die werden ja immer noch auskömmliche Pension haben. Wenn man da vielleicht auch ein bisschen was dran korrigieren kann, ich denke mal an das Gehalt der RBB-Intendantin, die in Ruhestand gegangen ist in Brandenburg mit 12.000 Euro im Monat. Ich bin der festen Überzeugung, wenn die Dame nur 5.000 Euro im Monat hat, wird sie auch nicht gleich verhungern. Um was geht's? Es geht darum, dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und dafür brauchen wir einen Wahlkampf mit ganzer Kraft und ganzem Einsatz. Von euch allen. Das ist die Grundlage, um dieses Land zu verändern. Und es ist vielleicht die letzte Chance. Lasst es nicht zu, dass eure Kinder und Enkel einmal fragen werden, was hast du damals getan, als unser Land innen und außen zerstört wurde, weil du zu träge oder zu feige warst. Lassen wir das nicht zu. Wir holen uns unser Land zurück, gemeinsam. Vielen Dank.